Hallo, willkommen auf musikmachen.de. Jens Filser hier mit dem Blackface Princeton Reverb Style Kit aus dem Hause TAD vom Tube Amp Doktor. Und wie ihr sehen könnt, der Verstärker ist kein Kit mehr, sondern der Bausatz wurde zusammengebaut von keinem geringeren als Udo Pipper, der in seiner vierteiligen Kolumne Amp Station ganz genau den Aufbau dieses Amps beschrieben hat und wie er den wirklich von Hand zusammengebaut hat, vom Paket bis zum fertigen Produkt und Soundcheck. Hochinteressant, eine empfohlene Lektüre an dieser Stelle. Zum Verstärker selber. Es ist ein kleiner Blackface Amp. Er hat 12 Watt Leistung, um die 12 Watt Leistung. Zwei 6V6 Röhren in der Endstufe. Wohl aber schon eine sehr schöne Hall-Einheit und eine Tremolo-Einheit. Beides habt ihr schon im Intro gehört. Ansonsten hat dieser Amp im Bausatz einen 12er-Speaker. Ein Jensen 12er-Speaker, eine Empfehlung vom Tube Amp Doktor. Das Original Blackface aus den 60er Jahren, hat allerdings einen 10er-Speaker. Auch das kann man dann beim Tube Amp Doktor genauso historisch korrekt bestellen. Aber die Redaktion hat sich jetzt hier für den 12er entschieden. Okay, wir hören uns das Gerät an. Ja, ein Amp dieser Größe bietet sich natürlich dafür an, den erstmal richtig laut zu machen und mit dem Volumen Poti der Gitarre zu spielen. Ich werde das mal ein bisschen jetzt hier austesten, mal probieren.